So, lieber Dennis, erstmal vielen herzlichen Dank, dass du da bist. Und ich weiß nicht, ob du dir vielleicht den einen oder anderen Podcast auch schon angeguckt hast. Ich starte mal mit einer Frage, die gerade für Pilzexperten gar nicht so einfach zu beantworten ist, aber vielleicht machen wir es einfach trotzdem. Was ist aktuell so dein Lieblingspilz? Ja, das ist so die übliche Pressefrage, die auch bei der Presse immer gestellt wird. Ist gar nicht so einfach zu beantworten. Also wenn man mal so Richtung Speisepilze denkt, dann wäre es eher sowas wie die Krause Glucke zum Beispiel, aber auch Reizker. Wenn man es ein bisschen breiter auffasst und nicht nur so Speisepilze mit einbezieht, dann finde ich tatsächlich Chlorromyzeten sehr spannend. Das sind so kleine, also mikroskopisch kleine Pilze, die im Boden vorkommen, überall auf der Welt. Und erst das üppige Pflanzenwachstum, das wir haben, möglich machen. Also die ersten Pflanzen, die an Land kamen, die konnten das nur aufgrund dieser Pilze. Ach krass, okay. Dann kannst du mir gleich, also gerne mal im Nachgang nochmal ein paar Links schicken, dass ich das vielleicht auch nachher mal einblenden kann. Ist mir so auch noch über den Weg gelaufen. Okay, cool. Und was macht ihr an der, also an der Krause Glucke, hab ich euch ehrlich gesagt zum ersten Mal. Also wie kommt das, dass das so dein Lieblingsbild ist? Es hat mehrere Gründe. Zum einen mag ich das Aroma, also es ist ein Pilz, der wächst an Kiefer. Ich bilde mir so ein bisschen ein, dass er so dieses Harzige so ein bisschen aufnimmt. Und ansonsten halt eine sehr, ich sag mal, ungewöhnlich schmeckender Pilz im Vergleich zu üblichen Pilzen. Also hat einfach ein sehr eigenes Aroma, sehr würziges Aroma. Zum anderen ist er auch sehr ergiebig. Also wenn man eine Krause Glucke findet, dann hat es auch ein gewisses Gewicht. Also so ein Kilo oder mehr ist da gar nicht so selten. Und wenn man so ausgedehnte Kiefernwälder hat, was wir hier im Südschwarzwald leider nicht so oft haben, dann ist er sogar gar nicht so selten. Okay, nice. Aber wie oft findest du den dann? Letztes Jahr sehr oft, also sicherlich einige Dutzend, die man hätte mitnehmen können. Also da war er sehr, sehr häufig. Die Jahre davor war das eher so ein Pilz, den man so ausnahmsweise mal gefunden hat, vielleicht so ein, zwei pro Herbst. Aber es ist wie gesagt sehr davon abhängig, wo man unterwegs ist. Also ich bin jetzt erst auf die Stellen aufmerksam geworden, wo er häufiger vorkommt. Okay, das heißt, deine Prognose für dieses Jahr, weil wir filmen gerade im Sommer. Schwierig. Also gut, ich würde annehmen, also die Krause Glucke ist ein Parasit. Wenn er die Kiefer erstmal befallen hat, dann bilden sich immer wieder Fruchtkörper, bis die Kiefer irgendwann abgestorben ist und auch dann noch einige Jahre weiter. Das heißt, vermutlich wird es auch die nächsten Jahre noch häufiger zu finden sein hier in der Gegend. Also wo es letztes Jahr häufig war, wird es vermutlich auch die nächsten Jahre häufig sein. Für die Förster ist das natürlich nicht so die beste Botschaft. Verständlich, okay. Vielleicht mal so ein bisschen auch zum Hintergrund, warum wir überhaupt zusammengekommen sind. Ich habe in Gesprächen mit anderen Pilzexperten, haben die immer wieder auf dich gezeigt und die kamen auch tatsächlich aus ganz Deutschland und haben mir gesagt, so der Dennis, red doch mal mit ihm, er ist ein ganz spannender Typ. Jetzt hast du, was die Pilze angeht, natürlich auch, ja, ich sage mal, ein ziemlich spannendes Thema, was du dir anguckst, ne? Du bist Experte für Giftpilze. Und du machst das jetzt auch schon ein paar Tage, würde ich sagen. Wie bist du generell erstmal auf die Pilze gekommen, um vielleicht danach auch den Bogen zu spannen, was Giftpilze dir, also warum die Faszination für dich da so groß ist? Wie bist du zu den Pilzen gekommen? Das ist so eine schrittweise Entwicklung gewesen. Also, ich meine, ganz am Anfang, so die Grundlagen bildeten sicherlich so, ich sag mal, Erfahrungen in der Kindheit. Man ist halt losgegangen mit seinen Großeltern in einem Wald, war Pilze sammeln. Hat da zu dem Zeitpunkt zwar noch nicht so viel gelernt, was die Pilzarten angeht, aber so ein bisschen so dieses Jagdfieber sozusagen war geweckt. Später war ich dann auf einem Internat, das in einem Wald gelegen war. Und da bot sich das eben auch an, dann Pilze sammeln zu gehen. Zumal das Essen damals auch nicht so unbedingt das Beste war im Internat. Also heutzutage soll es besser sein, aber damals war es eben nicht so gut. So dass ich dann eben angefangen habe, auch viel selber zu kochen und dann eben auch mit selbst gesammelten Pilzen gekocht habe. Das finde ich abenteuerlustig, also krass. Okay. Genau, und dann so der nächste Schritt war, dass ich dann später nach Freiburg gezogen bin für das Medizinstudium. Ich meine, hier im Schwarzwald gelegen, das sind so optimale Bedingungen, um Pilze zu sammeln.
Und da wurde das eben immer mehr. Ich habe dann damals noch so einen Shop gehabt für Pilzzuchtzubehör, so als Nebenverdienst im Studium. Und habe dann eben auch angefangen, so Pilze, die ich im Wald gefunden habe, in Kultur zu nehmen. Und das war dann auch so Ansporn, immer mehr Pilzarten kennenzulernen. Bis ich mir dann irgendwann dachte, okay, jetzt kennst du schon so viele Pilzarten, jetzt kannst du nochmal so eine Schippe drauflegen und die Prüfung zum Pilzsachverständigen machen, was dann eben auch direkt geklappt hat. Spannend, weil das ist so, wenn ich mir generell mit so Pilzexperten auseinandersetze, das ist häufig auch ja, spannend, wenn man sich mit Pilzexperten auseinandersetzt, dass die wie so einen Quereinstieg gemacht haben und ja, viele halt irgendwie wirklich über das, ja, die Liebe zu den Pilzen, sage ich mal, immer tiefer dann in die Materie eingestiegen sind, so bei dir jetzt auch. Jetzt hast du auch gerade den Pilzsachverständigen schon erwähnt. Das war für dich dann so die nächste Stufe, richtig? Also bevor du Toxikologe geworden bist, hast du gesagt, du machst erstmal den Sachverständigen. Genau, es war halt noch während des Studiums, war halt eine Sache, die man gut noch nebenbei machen konnte. Es kam ja erst nach dem Studium dann, wo ich dann im Giftnotruf gearbeitet habe, also in der Vergiftungsinformationszentrale Freiburg. Und da ich sag mal, auch so die toxikologische Expertise ich sag mal, erwerben konnte, das hat ja alles Zeit gebraucht, sich zu entwickeln. Ja, also so wie ich das auch mitbekommen habe, ist der Sachverständige auch schon echt ein harter Brocken, oder? Wie lange brauchst du da, bis du dann die Prüfung ablegen kannst? Es kommt drauf an. Also es ist sehr hilfreich, wenn man schon länger unterwegs war im Wald, schon das eine oder andere kennt. Dann kann man das, finde ich, ganz gut auch so, ich sag mal, relativ kurzfristig entscheiden. Also ich habe mir im Frühjahr so vorgenommen, okay, jetzt im Herbst mache ich die Prüfung. Ja. Hat mir dann damals tatsächlich so Karteikarten fertig gemacht mit den Gattungen, Familien und so weiter, Merkmale von den Gattungen, von den Familien, von bestimmten Arten. Und habe dann damit auch nochmal gelernt, so über den Sommer über, weil halt nichts zu finden war. Also das geht kurzfristig, wenn man so ein bisschen Vorerfahrung hat. Wenn man jetzt von null anfängt, dann ist das, denke ich, schwierig. Also da wäre es sicherlich sinnvoll, ein, zwei Jahre mal komplett mitgemacht zu haben, dass man mal das ganze Jahr über regelmäßig in den Wald gegangen ist, um auch so die verschiedenen Pilze mal kennengelernt zu haben. Also ohne, ich sag mal, ein gewisses Repertoire an Arten, die man schon kennt, ist es mühsam, weil der Wissenserwerb, der profitiert ja auch sehr davon, wenn man schon ein paar Grundlagen weiß. Also Wissenserwerb funktioniert dann am besten, wenn man irgendwas hat, woran man anknüpfen kann. Ja, und das braucht eben seine Zeit, so die Grundlagen zu schaffen. Ja, vielleicht auch mal damit, vielleicht von Leuten, die das noch nicht gehört haben, was so ein Sachverständiger, was so die Aufgabe auch ist, ne? Ich habe mit der Nadja Forster von den Pilzcoach Badenweiler auch schon dazu gesprochen, aber vielleicht kannst du noch mal kurz so einen kleinen Einblick geben, was macht den Sachverständigen aus, weil der hat ja schon auch eine Rolle auch bei uns hier in Deutschland. Genau, also mittlerweile gibt es ja relativ viele verschiedene Qualifikationen so im Pilzbereich, also Pilzcoach, Pilzsachverständiger, Fachberater für Mykologie. So der älteste davon ist eben der Pilzsachverständige. Das war also sicherlich schon viele Jahrzehnte, die es dann gibt, so mit der Intention, dass der die Qualifikation hat, Pilzkörbe durchzuschauen. Also wenn Leute im Wald waren, Pilze gesammelt haben, dass dann jemand nochmal drüber schauen kann und sagen kann, hey, das ist essbar, das ist giftig, dass da einfach nochmal so eine Kontrollinstanz reinkommt, weil also Pilzvergiftungen waren früher sicherlich noch häufiger als jetzt, obwohl es jetzt auch wieder zunimmt, weil wieder mehr Leute in den Wald gehen. Und von daher war das schon ein wichtiger Teil der auch Gesundheitsvorsorge, dass es eben die Pilzsachverständige gibt. Hier in Deutschland war das immer so auf freiwilliger, ehrenamtlicher Basis. In der Schweiz ist es ein bisschen anders geregelt. Da gibt es richtig berufliche Pilzkontrolleure. Wenn man da einfach erkannt hat, ist es wichtig, dass Leute nicht einfach irgendwas essen, was sie vermeintlich identifiziert haben und dann eben in der Vergiftung im Krankenhaus landen, die ja schlimmstenfalls auch tödlich enden kann. Ja, das ist das eine, so der Hauptteil, weswegen das mal ins Leben gerufen wurde, eben die Pilzkorbkontrolle. Aber Pilze verschiedene Sachverständige bieten in der Regel auch Pilzwanderungen an, wo eben bei Pilze ja, gelehrt wird, dass man so ein bisschen Pilzwissen in die Bevölkerung trägt, den Leuten auch so ein bisschen an die Hand gibt, wie sie selber Pilze richtig identifizieren können, dass sie so eine Grundlage bekommen.
Und was auch mittlerweile kein so unwichtiger Teil ist, ist die Krankenhausdiagnostik. Das heißt, wenn Pilzvergiftung auftreten, dass man dann eben anhand der Putzreste oder Speisereste, im schlimmsten Fall anhand des Erbrochens oder ähnlichem, eben sagen kann, was gegessen wurde, damit man dann zielgerichtet therapieren kann oder auch eine Therapie beenden kann. Also wenn man nicht weiß, welcher Pilz ursächlich ist, wird man das immer wie, wie eine Vergiftung durch den grünen Clambetta-Pilz behandeln. Das heißt, man kriegt sehr viel Aktivkohle immer wieder, also ist sehr strapaziös, nicht angenehm, Aktivkohle zu trinken. So als wenn man Schlamm trinken würde, also sandige Schlamm. Nicht so angenehm. Und man kriegt ein sehr teures Gegengift, also das Silibinin, bekommt das auch relativ lange, ist dafür lange im Krankenhaus. Und wenn man mal von vornherein ausschließen kann, dass es sowas ist, dann ist ja viel bei gewonnen, weil man sich dann das Ganze sparen kann. Das heißt, auch da ist es wieder ein wichtiger Teil für die, also ein wichtiger Beitrag zu unserem Gesundheitssystem, weil einfach Kosten gespart werden können, dass nicht jeder gleich die maximale Therapie bekommt, zumal ja auch Therapie immer bedeutet, dass auch Nebenwirkungen auftreten können. Von daher ist es schon gut, dass man da jetzt die Möglichkeit hat, Diagnostik zu machen und eben die Therapie den Leuten zukommen zu lassen, die es auch tatsächlich brauchen. Was ist deine Empfehlung, wenn man in den Wald geht, immer einen Teil der gesammelten Pilze aufbewahren, oder? Ist gar nicht so hilfreich, wie man denkt, weil man könnte ja auch, sag mal, sehr ähnlich aussehende Pilze gesammelt haben. Man hat dann dummerweise die davon gegessen, die giftigen waren, und die Essbahn hat man dann zurückgelegt, um es im Nachhinein im Krankenhaus abgeben zu können. Das bringt also nicht so viel. Speisereste sind immer super. Wenn man erbricht, das Erbrochene aufbewahren, ich weiß, ist in dem Moment ziemlich eklig, aber tatsächlich sehr hilfreich. Also es machen nicht viele Pilzsachverständige, das Erbrochene zu mikroskopieren, eben aufgrund des Ekelfaktors. Aber wenn das gemacht wird, ist der Informationsgewinn eben auch relativ groß. Ja. Also von daher alles großzügig mitnehmen, was man dann hat. Und auch ruhig den Müll wieder rauskramen, wenn man Putzreste weggeschmissen hat. Einfach alles, was man hat, mitnehmen. Aber man muss es nicht extra Pilze zur Seite legen. Das ist in der Regel nicht zielführend. Okay, also keine Souvenirs aus dem Wald mitbringen, ist nicht notwendig. Okay. Jetzt hast du es gerade auch nochmal angesprochen, dass Pilzsachverständige auch Kurse anbieten und so, und glaube ich, eine ganz gute Überleitung auch zu dem, was du ja auch machst. Du bist, hast auch eine Pilzschule ins Leben gerufen. Kannst du da vielleicht ein bisschen was zu sagen? Was ist so der Hintergrund? Was verfolgst du da? Genau, also ich biete ja schon relativ lange auch so Pilzwanderungen an. Also so ein Jahr, nachdem ich die Prüfung gemacht habe zum Pilzsachverständigen, habe ich auch angefangen, so erst in sehr kleinem Rahmen auch so Pilzwanderungen anzubieten. Das wurde halt immer mehr, das Interesse stieg stetig. Gleichzeitig, als ich dann im Giftschutzruf gearbeitet habe, fand ich das schon manchmal frustrierend, wie viele Vergiftungen doch immer wieder auftreten. Quasi ein nie endender Strom an neuen Vergiftungen. Und das hat auch so ein bisschen den Wunsch in mir geweckt, da so ein bisschen präventiv tätig zu sein. Also jede vermiedene Vergiftung ist eine gute Sache. Und dann habe ich halt irgendwann angefangen, das auch so ein bisschen größer aufzuziehen, um eben auch mit der Zielsetzung daran zu gehen, den Leuten das nötige Wissen an die Hand zu geben, dass sie sicher Pilze sammeln können und sich nicht versehentlich vergiften. Ja, sehr gut. Und du hast es gerade schon so ein bisschen angedeutet, dass so die Nachfrage größer wird. Also merkst du das auch in deinen Pilzschulen, dass da einfach ausgebucht wird? Ja, deutlich. Also die letzten Jahre war ich immer ausgebucht. Also bei einigen Wanderungen war es im letzten Jahr so, dass 5 Minuten, nachdem der Termin veröffentlicht wurde, alles ausgebucht war. Also es ging wirklich rasend schnell. Ja. Es mag auch damit zusammenhängen, dass meine Webseite relativ gut auffindbar ist über Google. Also da habe ich so ein bisschen drauf geachtet, dass die dahingehend auch so ein bisschen optimiert ist. Ja. Aber ich denke, nur das erklärt es nicht. Also es wird auch insgesamt gestiegen sein, das Interesse. Ich höre es auch von anderen, die halt immer mehr Anfragen bekommen für Pilzwanderungen. Man sieht es auch so ein bisschen im Wald. Also man trifft deutlich häufiger andere Leute beim Pilzesammeln als früher noch. Also vor 3-4 Jahren war das die absolute Ausnahme, einen anderen Pilzsammler im Wald zu treffen. Okay. Und mittlerweile hat man das, also gerade so im September und Oktober, fast jedes Mal, wenn man in den Wald geht, mal so eine längere Tour macht, dass man da auch jemand anderes bei sieht, wie er da Pilze sammelt. Leider auch da nicht immer nur die Essbahn.
Ja, guckst du noch mal in die Körbe rein und gibst da direkt Beratung, oder? Ja, doch, doch. Also wenn ich jetzt, also ich dränge mich jetzt nicht auf, aber wenn ich vorbeilaufe und schon beim Vorbeilaufen sehe, dass da irgendwas Giftiges drin ist, dann sage ich natürlich, dass das besser aussortiert werden sollte. Und ich fände es einfach fahrlässig sozusagen, das Ja. einfach seinen Lauf nehmen zu lassen. Und ja, also wie gesagt, jede vermiedene Vergiftung ist eine gute Sache. Und was sind so die häufigen Fragen, die Leute dann so auch mitbringen, wenn die bei dir im Kurs dann sind? Also, wie nimmst du das so wahr? Sind die Leute aufgeklärt oder nicht? Kommen da komplette Laien? Sind das Experten? Sehr unterschiedlich. Also, ich habe schon so ziemlich alles dabei gehabt, von so absoluten Laien, die das erste Mal Pilze sammeln waren, bis zu Leuten, die jetzt in Vorbereitung waren für die Pilzsachverständigenprüfung. Also, es ist sehr divers. Also, typische Fragen, es ist da schwierig. Also, ich meine, Laien fragen immer ganz gerne, wie sie einfach die Giftigen erkennen können und leicht in dem Sinne geht es leider nicht. Also man muss schon immer die genaue Art erkennen, die man sammelt. Aber wenn man da mit einigen wenigen Arten anfängt, ist es auch kein Hexenwerk. Ja, ansonsten steigt auch so ein bisschen das Interesse, was so die ökologischen Zusammenhänge angeht. Also welche Rolle Pilze überhaupt haben im Wald. Das wird auch, finde ich, öfters mal gefragt mittlerweile. Mega, das ist ja auch so ein bisschen das, was du in der Homepage mit angibst, ne? Pilze im Kreislauf der Natur, das heißt, so dieses übergeordnete Interesse über den Speisepilz hinaus, das ist schon auch da. Genau, es nimmt zu. Also man merkt, dass da so ein bisschen mehr Umweltbewusstsein vielleicht auch da ist. Und Pilze sind ja eben ein ganz zentraler Bestandteil für die ganzen Nährstoffkreisläufe im Wald. Also dass Kohlenstoff zum Beispiel verwertet wird, dass Pflanzen Nährstoffe besser aufnehmen können, dass generell Sachen abgebaut werden, dadurch wieder verfügbar für andere Organismen werden. Also zum Beispiel Lignin, so ein Bestandteil von Holz, kann eigentlich, also de facto nur von Pilzen abgebaut werden. Also es gibt nur sehr wenig andere Organismen, die das irgendwie schaffen, das abzubauen. Ja. Ja, das ist spannend, weil das ist auch, also ich hatte das Gefühl, dass die Pilze so der letzte Puzzlestück für mich auch waren, irgendwie die Natur anders wahrzunehmen. Und dann auch so, ja, diesen kompletten Kreislauf auch zu verstehen. Man sagt so, also Pilze sind elementar wichtig und irgendwie in jedem Lebensbereich sind die irgendwie da, ne? Die sind parasitär, die sind aber auch irgendwie zum Abbau da, die sind als Mykorrhiza als Partner da. Das ist schon echt abgefahren, was die also alles mitbringen. Und eine Riesenwelt, die da aufgehen kann, wenn man da so ein bisschen Interesse mitbringt. Ich glaube, da öffnen sich auch ja, Welten, die man. Ja, da wird ja mittlerweile auch zunehmend mehr Augenmerk drauf gelegt. Also zum Beispiel auch so im menschlichen Körper. Ja. Da gibt es ja auch Pilze, die auf und in uns leben. Und das hat man früher so ein bisschen ja wenig thematisiert. Also höchstens so in dem Sinne mit Pilze, die uns krank machen. Also so Candidose oder sowas, das sagt manchen ja vielleicht noch was. Oder so Hautpilz, solche Sachen. Also da hat man früher so einen Fokus drauf gelegt. Mittlerweile erkennt man eben, aber dass Pilze durchaus auch eine Funktion haben könnten im Körper. Also man forscht zunehmend dahin. Sie sind ein wichtiger, also zumindest ein Bestandteil vom Mikrobiom im Darm. So die genaue Bedeutung ist da auch noch nicht ganz klar, aber ich denke, da wird die nächsten Jahre noch was kommen. Zumal es mittlerweile ja so weit geht, dass man sogar in Krebszellen Pilze nachweisen konnte. Also so die erste Sensation war, dass man Bakterien drin nachweisen konnte und später haben festgestellt, es gibt auch Pilze, die man darin nachweisen kann. Also Ja, auf jeden Fall ein spannendes Feld. Ich merke auch immer wieder, also das langweilig wird es da nicht. Da kommen immer wieder neue Sachen auf, die man, ja, wo man reingehen könnte und auch generell auch spannend zu erfahren, mit welchen verschiedenen Themen sich die Leute dann auch beschäftigen. Jetzt hast du ja auch was Spezielles rausgesucht und das ist ja auch der Grund, warum wir eigentlich zusammengekommen sind, ist die ganze Toxikologie, Giftpilze an sich. Jetzt hast du gerade so ein bisschen gesagt, du hast in der Gift-Hotline angerufen. Wie kam es denn dazu, dass du dich dem Thema mehr gewidmet hast und gesagt hast, so hey, irgendwie habe ich Interesse daran, das auch Leuten weiterzugeben. Also gut, mit zum zur Vergiftungsinformationszentrale, dass ich dazu kam, das war an sich ein Zufall. Also, ich meine, es hat sich davor schon so ein bisschen angebahnt. Also, es fing schon damals zu Schulzeiten an, ein Praktikum in der Apotheke gemacht. Der Apotheker hatte keinen Bock, hat mir so ein Buch über Toxikologie in die Hand gedrückt, so liest das. Während des Studiums fand ich das Thema dann schon ganz spannend.
als ich dann den Pilzsachverständigen die Prüfung gemacht habe, musste ich mich ja halt zwangsläufig auch noch so ein bisschen mit den Pilzvergiftungen beschäftigen. Und da war es nach dem Studium so Zufall, dass ich gesehen habe, dass da eine Stelle offenbar im Vergiftungsinformationszentrale. Und dann hat es auch geklappt, dass ich da anfangen konnte und hat sich das so eben entwickelt. Also das, ich sag mal so im Nachhinein betrachtet, hat das alles so ein bisschen Sinn gemacht, also sich so ein bisschen gefügt sozusagen. Ja. Genau. Aber in dem Moment damals war es vermutlich einfach nur Zufall. Ja, sehr cool. Jetzt habe ich da auch einen Experten, was das Thema Fliegenpilz vielleicht angeht. Ich hatte, wenn du mal gesehen hast, bei mir einer der am meisten angeschauten Videos war über den Fliegenpilz. Wer hätte es gedacht, ist komplett in die Decke gegangen. Und das Interesse scheint groß zu sein bei den Leuten. Bei mir persönlich war das auch so, ich habe vorher mal angenommen, der ist hochgiftig, bloß nicht anfassen. Und dann, als ich das Interview mit Wolfgang Bauer hatte, der gesagt hat, so alles pappalapapp, gibt keinen einzigen nachgewiesenen Todesfall, der ist gar nicht so giftig, wie man alle sagen. Und fand ich interessant, so einen Einblick mal zu kriegen. Jetzt du als Experte, also wie stehst du dazu? Ich würde das ein bisschen anders sehen. Also anfassen darf man ihn schon. Generell bei allen Pilzen kein Problem. Also kein Pilz ist kontaktgiftig. Beim Fliegenpilz ist es allerdings so, dass da schon Giftstoffe enthalten sind. Ibotensäure und Muscimol. Das sind Stoffe, die auch genauso im Pantherpilz vorkommen. Das ist ein Pilz, bei dem sehr wohl schon Todesfälle bekannt sind. Also letztendlich fast jedes Jahr in Deutschland auch welche. Also immer mal wieder zumindest. Und ich meine, der Pilz wird auch nicht umsonst Sachsentöter genannt, der Pantherpilz. Und der Fliegenpilz enthält eben dieselben Giftstoffe und kann die auch in derselben Konzentration enthalten. Das schwankt beim Fliegenpilz stärker. Also es gibt mehrere Untersuchungen, wo Fruchtkörper eben analysiert wurden, wie viel von diesem Giftstoff enthalten ist. Und da hat man eben festgestellt, dass beim Fliegenpilz wirklich sehr stark schwankt. Von praktisch nichts bis zu genauso viel wie beim Pantherpilz ist da alles möglich. Von daher wäre es durchaus denkbar, dass man sich auch mit Fliegenpilz tödlich vergiftet, wenn man da jetzt gerade mal ein Exemplar erwischt oder ein paar Exemplare erwischt, die einen sehr hohen Wirkstoffgehalt haben. Mhm. Aber was tatsächlich der Fall ist, dass es keine Todesfälle bisher gab, die monokausal auf den Fliegenpilz zurückgeführt werden konnten. Also es gab schon Todesfälle, allerdings in Kombination eben mit anderen Substanzen. Die kann man dann nicht klar dem Fliegenpilz zuordnen, deswegen zählt man die nicht. Bei Tieren gibt es aber sehr wohl auch beschriebene Todesfälle. Es gibt zum Beispiel einen Fall, wo eine letale Vergiftung beim Hund beschrieben wurde. Ja, also letztendlich, man sollte den Fliegenpilz jetzt nicht als ungiftig bezeichnen, er ist definitiv giftig. Ob man ihn als tödlich giftig bezeichnen möchte, ist ein bisschen eine Frage der Definition. Ja. Ich würde ihn mal als potenziell tödlich giftig bezeichnen. Es ist noch keiner dran verstorben. Aber möglich wäre es durchaus. Das heißt, du sagst, der Pantherpilz, der dem ja sehr ähnlich aussieht, ne? Ich glaube, der hat so einen bräunlich-goldbraunen Hut, ne? Ja, so sehr grob ähnlich. Also sind in derselben Gattung, sind auch verwandt, aber sehen schon sehr unterschiedlich aus. Also gut, für einen Mykologen sieht es unterschiedlich aus. Ich wollte gerade sagen, also warum kommt es dann so zu einer Verwechslung? Naja, die Verwechslung kommt ja zustande, weil Leute vermeintliche Perlpilze sammeln. Das sind Speisepilze, auch aus der Gattung der Knollenblätterpilze, aber nicht jeder Knollenblätterpilz ist eben giftig. Es gibt durchaus auch essbare Knollenblätterpilze, unter anderem eben diesen Perlpilz. Und der Perlpilz sieht sehr ähnlich aus wie der Pantherpilz. Da muss man schon genau hinschauen, um die zu unterscheiden. Das sind so kleine Details an der Knolle oder an der Manschette. Sachen, wo man wirklich genau hinschauen muss. Und wenn man da nicht drauf achtet, kann man die schon leicht verwechseln. Und das Problem ist, wenn die Leute eben viel sammeln, weil sie schon eine große Portion essen wollen, dann essen sie auch entsprechend viel von einem Pantherpilz. Und das wird dann schnell zum Problem. Beim Fliegenpilz hingegen dürfte es so sein, dass ihn eigentlich jeder kennt und da keiner versehentlich viel von isst. Ja. Es ist eher so, auch so wenn ich an meine Zeit im Giftentwurf zurückdenke, dass der eher absichtlich so in geringen bis moderaten Mengen zu sich genommen wird. Ja. Ich hatte damals nur einen Fall, den ich jetzt noch erinnere, wo es versehentlich zu einer Verwechslung kam. Ja, also von daher ist der Pantherpilz allein schon deswegen gefährlicher, weil er eben mit einem Speisepilz, glaube ich, verwechselt wird. Ja, krass, okay.
Kannst du vielleicht noch so ein bisschen mal einen Einblick geben, was so in der Toxikologie, was macht man da so? Also wie kann ich mir kann ich mir das vorstellen, das Feld? Gut, Toxikologie selber ist ein relativ breites Feld. Da gibt es also auch schon diverse Spezialisierungen. Es gibt Leute, die arbeiten eher im Labor, machen die Analytik. Es gibt Leute, die beschäftigen sich mit Wirkmechanismen zum Beispiel. Es gibt Leute, die beschäftigen sich damit, festzustellen, ab wann irgendwas gefährlich wird. Also wenn es zum Beispiel so um Grenzwerte in Lebensmitteln geht für irgendwelche Schadstoffe. Also das sind alles Sachen, wo man in so einem sehr engen Bereich viel Expertise braucht. Also da wird sich auch entsprechend spezialisiert. Wo ich es gearbeitet habe, das war eben im Giftnotruf. Das heißt, da ging es darum, dass da sowohl Laien als auch Ärzte, Rettungsdienstpersonal und so weiter angerufen hat, wenn es zu einer Vergiftung kam. Und wir dann eben gesagt haben, wie wir erstmal die Situation eingeschätzt haben, ist es überhaupt eine gefährliche Situation? Und dann eben erklärt haben, was passieren kann und was man unternehmen sollte. Und häufig auch, was man nicht unternehmen sollte. Also so Erbrechen auslösen ist in der Regel keine gute Idee. Echt? Okay. Nee. Sehr spannend. Wäre das so was, was ich gemacht hätte. Ja. Ja, es machen viele. Also die Intuition ist ja irgendwie, es muss ja wieder raus. Ja. Früher hat man das auch sehr viel gemacht. Also wenn man so 30, 40 Jahre zurückdenkt, da hat man Leute erbrechen lassen, den Magen sehr großzügig gespült. Bei bestimmten Vergiftungen hat man die Leute massiv hyperventiliert, in der Hoffnung, dass so die giftigen Substanzen schneller abgeatmet werden, also bei Lösungsmitteln zum Beispiel. Also man hat da alles Mögliche versucht und irgendwann festgestellt, dass man eigentlich viel mehr Leuten damit geschadet hat mit den Maßnahmen, als es genutzt hat. Okay. Also auch bei Erbrechen ist das nicht ganz ohne. Also das kann zum einen dazu kommen beim Erbrechen, dass man das Verbrauch in die Lunge bekommt. Da kann man schwerste Pneumonien, also Lungenentzündungen entwickeln, an denen man auch schlimmstenfalls versterben kann. Ist zum Beispiel auch das Problem beim Pantherpilz, also wo man da verstirbt, ist häufig, dass man das Bewusstsein verliert, Erbrochenes in die Lunge gelangt und man dann an einem Lungenversagen verstirbt. Und beim Erbrechen auslösen kann das halt schlimmstenfalls auch mal passieren. Gerade wenn man schon Substanzen eingenommen hat, die so ein bisschen zu einer Bewusstseinstrübung führen. Das andere ist, die Methoden, Erbrechen auszulösen, sind auch nicht ganz ohne. Also früher hat man mal Salzwasser gegeben zum Erbrechen auslösen, dann gab es da Vergiftung durch zu hohe Salzkonzentration im Körper. Auch da gibt es Todesfälle. Also man kann sich auch mal Kochsalz schlimmstenfalls tödlich vergiften. Oder auch wenn man, ich sag mal, vermeintlich nur den Finger in den Hals steckt. Also da hatte ich so Fälle gehabt, wo Eltern dem Kind den Finger in den Hals gesteckt haben, bis das Kind geblutet hat aus dem Hals, weil sie halt die Fingernägel da in die Schleimhaut gerammt haben. Ja, also von daher ist es riskant, Erbrechen auszulösen. Es können noch eine ganze Reihe weiterer Komplikationen auftreten. Also Speiseröhre kann platzen und so weiter. Das ist das eine, das Risiko. Das andere ist der fehlende Nutzen. Also Erbrechen auslösen bringt meistens nur, also würde theoretisch nur was bringen, wenn man das sehr, sehr rasch tut, weil die meisten Substanzen doch schneller im Darm landen, als man gedacht hat. Sodass man in der Regel schon zu spät dran ist, wenn man Erbrechen auslöst. Und heutzutage ist es zusätzlich noch so, dass man die meisten Sachen so gut therapieren kann, dass man durch Abwarten und einfach Symptome therapieren und darauf zu warten, dass der Körper die Giftstoffe selber abbaut, dass man damit viel besser fährt, ein viel besseres Outcome hat, als durch irgendwelche invasiven Maßnahmen. Okay, krass. Und was würdest du Laien dann empfehlen? Also wenn die jetzt realisieren, hoppala, ich habe da jetzt vielleicht etwas gegessen, was nicht so geil war. Also sinnvoll ist es immer, den Giftnotruf anzurufen. Da kann man einfach schildern, was man gemacht hat. Dann kriegt man gesagt, was man jetzt tun sollte. Das sollte immer so die erste Anlaufstelle sein. Ansonsten so einen Schluck Wasser hinterher kann man bei jeder Vergiftung machen. Das ist tatsächlich niemals Echt? verkehrt. Man sollte es nicht viel Wasser trinken, weil man dann eher mal erbricht. Das will man vermeiden. Dann, also bei Pilzvergiftung eben ganz wichtig, alles einsammeln, was man da irgendwie an Resten hat, Erbrochenes hat und damit in der Regel dann in die Klinik fahren. Also sparen kann man sich das allenfalls bei gezüchteten Pilzen und gekauften Pilzen. Da kann man schon sicher, also im Supermarkt gekaufte Pilze, da kann man schon sicher sein, dass auch drin ist, was draufsteht. Und da Häufig kann zu man und ja. also, wenn so Supermarktpilzen, was für Vergiftungssymptome können da passieren? Was es da relativ häufig gibt, ist, dass die einfach zu alt sind und dementsprechend eine Lebensmittelvergiftung machen. Also das kommt sogar relativ oft vor.
Ja, also bei den gezüchteten weniger, also Champignons, die man im Supermarkt kauft, sind in der Regel frisch. Die sind auch unter sehr sauberen Bedingungen gezüchtet, die verderben nicht ganz so schnell. Ja. Aber wenn man so Steinpilze im Supermarkt kauft, die kommen ja aus dem Ausland, die sind häufig schon sehr lange transportiert. Bis sie in die Supermärkte gelangen, sind die meistens schon nicht mehr so gut von der Qualität. Mhm. Und das geht dann auch sehr schnell in den Bereich, wo sich die Pilze anfangen zu zersetzen, auf eine Eiweißzersetzung einsetzt. Und das ist dann letztendlich nichts anderes, also nicht viel anders, als wenn man jetzt Gammelfleisch essen würde. Ja, das habe ich tatsächlich auch schon öfters gehört, dass die Empfehlung dann einfach ist, dass man vielleicht mal dran riecht, dass man diesen modrigen Geruch dann auch wahrnimmt und dann dem vielleicht dann auch so ein bisschen damit aus dem Weg gehen kann. Also, ich habe auch schon häufiger erlebt. Ich glaube, es waren gerade so Auslandpilze, die ich dann auch nicht mehr in die Pfanne getan habe. Ja, also dran riechen ist immer gut. Mal anfassen, sind die schon schleimig, sind die schon ganz weich, ganz matschig. Also Pilze sollten noch möglichst fest sein, eben angenehm pilzig riechen, nicht irgendwie moderig oder auch stark würzig. Kann auch so ein Hinweis darauf sein, dass sich Eiweiß zersetzt. Ja, es sollte einfach frisch aussehen. Also wenn man sich das anschaut und denkt, na, ganz frisch sieht es nicht mehr aus, dann sollte man es auch nicht mehr essen. Denke ich auch. Also da sollte man schon auch sich selber ernst genug nehmen, dass man da nicht etwas riskiert. Ja. Okay, cool. Vielleicht nochmal so ein bisschen, du machst ja nicht nur was mit Pilzen, sondern hauptberuflich bist du ja auch noch Arzt. Kannst du vielleicht da so ein bisschen was zu erzählen? Was ist so da der Hintergrund? Genau, also ich habe, wie lange ist jetzt her? Vor 5 Jahren das Studium abgeschlossen. Und habe dann eben angefangen im Giftnotruf und habe da dann auch so einen ganz ungewöhnlichen Facharzt begonnen, also den für klinische Pharmakologie. Da geht es, ich sag mal, um grob so um Arzneimittel, um Forschung mit Arzneimitteln, also wie man klinische Studien durchführt, um die Wirksamkeit von Arzneimitteln eben zu zeigen, die Unbedenklichkeit von Arzneimitteln zu zeigen. Also das ist ein wichtiger Teil von diesem Facharzt und so ein bisschen, ich sag mal, tiefergehende Informationen zu Arzneimitteln. Also man kennt sich dann sehr gut damit aus, wie sich die Arzneimittel, nachdem man sie dann geschluckt hat, im Körper verteilen, wie die dann wieder ausgeschieden werden, die genauen Wirkmechanismen, solche Sachen. Also finde ich einen super spannenden Facharzt, aber ist eine relativ seltene Sache. Also es gibt nur einige hundert Fachärzte für klinische Pharmakologie in Deutschland. Also ist einer der seltensten Fachärzte. Genau, da bin ich gerade dabei, den zu machen. Momentan bin ich dafür in der Psychiatrie. Man muss für diesen Facharzt auch eine gewisse Zeit lang unmittelbare Patientenversorgung machen. Das fand ich halt jetzt in der Psychiatrie ganz spannend. Und anschließend geht es dann in die Pharmaindustrie, wo ich dann, also Pharmaindustrie oder so ein Forschungszentrum, wo ich dann auch klinische Studien durchführen werde, ja. Um den Facharzt dann abzuschließen. Momentan überlege ich allerdings auch noch so einen kleinen Abstecher in die Anästhesie zu machen, um noch die Qualifikation Notfallmedizin zu machen, also letztendlich Notarzt zu werden. Das fand ich jetzt auch noch ganz spannend. Also, was ist so für dich so der Antrieb? Weil also alle deine Themen, die sind schon sehr zeit- und lernintensiv, die du so anpackst. Ja, also Giftpilze, Sachverständigen, dann hast du, bist jetzt auch noch Arzt. Also gibt es da irgendwas, was treibt dich da morgens an, zu sagen so, yo, ich packe da jetzt auch noch einen Bereich Anästhesie mit rein? Also ich habe mir das zum einen so Neugier, also ich lerne einfach generell sehr gerne neue Sachen. Ja. Ich sag mal, wenn ich lange nichts Neues mache, dann merke ich das. ja, also einfach generell sehr neugierig. Ich brauche da immer wieder so neuen Input. Zum anderen auch so ein bisschen vielleicht so der Wunsch, irgendwas Sinnvolles zu tun. Also irgendwie als Arzt ist es generell schon so, dass man per se ja was Sinnvolles tut. Also man hilft Menschen. Und das versuche ich eben noch so in andere Bereiche zu erweitern. Also später gehe ich dann eben in die Forschung. Das heißt, habe da nicht mehr so diesen Auftrag, sozusagen Menschen zu heilen. Deswegen zu dieser Idee noch diese Notarztqualifikation zu machen, um dann noch so ein bisschen weiterhin an Patienten arbeiten zu können. Und zum anderen ist es eben auch so, das ist alles so eine Art Herausforderung und ich mag so ganz gerne Herausforderungen. Ja. Ich finde, da kann man auch immer so ein bisschen dran wachsen.
Ja, ich bewundere das. Also für mich war Schule früher immer echt, alles, was so mit Lernen zu tun hat, war schwierig. Also dieser ganze Bereich mit Pilzen und auch, ich meine, arbeite ja auch mit Psychedelics, das ist so, da macht es mir auf einmal Spaß, habe ich auch keinen Schmerz damit, mir mal Sachen durchzulesen und auch mal mehr zu recherchieren und ein bisschen tiefer zu gehen in die Materie. Aber damals in der Schule könnte es mich jagen können mit. Also es ist generell beide Fächer oder beide Fachgebiete, die sich gerade aufgetan haben, hätte mir das vor 10 Jahren gesagt, hätte ich die wahrscheinlich ausgelacht. Ne? Also von daher, hast du meinen höchsten Respekt. Um das Thema vielleicht auch noch direkt aufzugreifen. Du arbeitest gerade in der Psychiatrie. Ganze Thema Psychedelics ist ja jetzt schon auch ziemlich en vogue geworden, auch vielleicht auch durch die verschiedenen Dokumentationen, die jetzt auch auf Netflix zu sehen sind. Das ist schon, würde ich mal sagen, auch in der Gesellschaft kommt es immer mehr an. Ist nach wie vor noch ein Tabuthema, aber man merkt, dass es akzeptierter wird. Wie schätzt du das jetzt gerade jetzt auch als ja, Experte so ein bisschen ein? Wie siehst du diese Bewegung? Das ist ein spannender neuer Ansatz. Also wir haben ja über die letzten Jahrzehnte immer mehr Optionen bekommen, ich sag mal, schwere psychische Erkrankungen zu behandeln. Aber es ist immer noch so, dass es so Situationen gibt, wo man Patienten trotzdem nicht so helfen kann, wie man gern würde. Also von daher ist da jeder neue Ansatz, ich sag mal, erstmal sehr willkommen. So mit den Magic Mushrooms zum Beispiel oder generell den Psychedelika, da wurde ja gerade in den letzten Jahren auch zunehmend dran geforscht, konnte ja auch geze also zunehmend gezeigt werden, dass da tatsächlich ein Nutzen da ist. Also zum Beispiel bei einer schweren depressiven Störung, dass man da tatsächlich was damit bewegen kann. Auch wenn jetzt eine neuere Studie gezeigt hat, dass es doch nicht so der Universalheilsbringer ist, wie man zuerst so gehofft hat. Also es gibt Patienten, die profitieren, aber nicht jeder Patient profitiert davon. Ja, es ist eine Sache, die jetzt, ich sag mal, im klinischen Alltag hier in Deutschland noch keine Rolle spielt. Das wird sicherlich noch ein bisschen dauern. Was jetzt so neu ist, ist Ketamin, dass man das verwendet. Das hat ja auch eine Weile gedauert, bis es so einen Weg in die breite Versorgung gefunden hat. Und selbst da ist es immer noch so eine selten angewandte pharmazeutische Strategie, dass man eben Ketamin verwendet. Bei Psychedelika steht natürlich noch die Gesetzgebung dem Ganzen im Weg. Also Ketamin war davor schon als Arzneimittel zugelassen. Das war jetzt nicht so wahnsinnig aufwendig, da die Indikation sozusagen zu erweitern. Bei Psychedelika also, die sind bisher in keinster Weise zugelassen, unterliegen sogar dem Betäubungsmittelgesetz. Das heißt, da wird es aufwendiger. Ja, also ich rechne nicht damit, dass es so schnell Einzug finden wird. Angefragt wird es aber schon. Also ich hatte schon erste Patienten, die mal gefragt hatten, ob denn sowas möglich wäre. Ja, bisher muss man es verneinen. Okay, das heißt, ihr sagt, das geht in Deutschland nicht. Und damit ist das Thema dann erstmal gegessen. Genau. Das Problem ist ja auch so ein bisschen so ich sag mal in Anführungsstrichen Nebenwirkungen. Also das, was manche Leute ja durchaus auch bewusst suchen, diese psychedelische Erfahrung, die kann ja auch, ich sag mal, ungünstig verlaufen. Also man denke da vielleicht auch an Patienten, die schon eine Vorerkrankung haben, so Richtung, ich sag mal, Schizophrenie im weiteren Sinne. Auch. Da kann man unter Umständen mit solchen Substanzen auch einen akuten Schub sozusagen fördern oder auslösen. Das ist allerdings alles noch nicht so wahnsinnig gut erforscht. Also es wird auch viel gestritten, ob man sozusagen auf solchen Substanzen hängen bleiben kann oder nicht. Ja, ist die Datenlage noch sehr, sehr dünn. Ja, aber man sollte sowas zumindest im Hinterkopf haben, dass das auch eine Sache ist, die durchaus auch Nebenwirkungen haben könnte. Das ist jetzt nichts, was man meiner Meinung nach zu Hause einfach so machen sollte. So im Rahmen von einem Rausch ist man jetzt auch nicht mehr, also kann man auch in so einen hilflosen Zustand geraten. Man ist nicht mehr richtig fähig, Gefahren einzuschätzen.
Es gab sicher schon Situationen, wo Leute in diesem Rauschzustand eben Dinge getan haben, die sie, ich sag mal, normalerweise nicht getan hätten, sich in Gefahren begeben haben oder auch andere gefährdet haben. Also von daher ist es schon eine Sache, die meiner Meinung nach eher in einem professionellen Setting erfolgen sollte. Ja. Also eben beispielsweise im Rahmen einer Studie, also in der Schweiz wird da ja, werden ja immer wieder Studien durchgeführt. Ja, die sind da ziemlich groß am Machen. Ich meine, in Deutschland haben wir auch eine Studie, die gerade auch von der Bundesregierung gefördert wird, die in Charité Berlin und Uni Mannheim, die forschen gerade daran. Und ich meine, ja, wie du schon gesagt hast, ich glaube, das ist auch mit Vorsicht zu genießen. Ich meine, ich habe selber meine Erfahrungen damit auch schon gemacht. Und das muss nicht immer bedeuten, dass man danach wie so eine Magic Pill, dass dann alles gut wird. Also man wird da, was das Unterbewusstsein angeht, ziemlich weit aufgerissen. Und wenn man das nicht handeln kann oder auch kein Supportsystem hat, dann kann das durchaus auch destabilisieren. Ja, also das ist etwas, das muss man beachten. Also das ist definitiv ein Thema, was gerade so ziemlich en vogue ist. Leute reden drüber, wollen das ausprobieren. Es muss man mit Vorsicht genießen. Also auch wir bei uns, wir machen ja Retreats, arbeiten auch mit Therapeuten zusammen und wir schließen auch Leute regelmäßig aus, weil es einfach die Gefahr zu hoch ist, dass da ja Leute auch hängen bleiben können, ja, im Sinne von destabilisiert werden und da dann nicht unbedingt das rausbekommen, was sie sich vielleicht erhoffen. Ja. Ist immer noch ein Thema, was wo noch viel Forschung reingehört. Ja. Gut, Dennis, gibt es von deiner Seite vielleicht noch irgendwelche Punkte, die ich vergessen habe, vielleicht anzusprechen? Irgendwas, was wir noch erwähnen können? Die wichtigsten Sachen hatten wir an sich, ich sag mal, erwähnt. Also bei Pilzvergiftung auf jeden Fall Giftnotruf kontaktieren, niemals einfach abwarten. Also bei Pilzvergiftung gibt es da, ich sag mal, auch sehr, in Anführungsstrichen, fiese Syndrome, wo man zum Beispiel beim grünen Knoll-Beta-Pilz, man hat erstmal nach ein paar Stunden eine Phase, wo es einem sehr schlecht geht, wo man starke Magen-Darm-Beschwerden hat. Und dann geht es einem erstmal wieder besser. Und wenn man da dann so dem Irrglauben erliegt, damit sei es gegessen, dann kann es einen bösen Verlauf nehmen. Also je früher man die Therapie beginnt, desto besser ist die Prognose. Und wenn man erst wartet, bis dann so die ersten Zeichen vom Leberversagen auftreten, so nach 1 bis 2 Tagen, wenn dann die Haut sich so ein bisschen gelb färbt, die Augen sich so ein bisschen gelb färben, dann ist der Schaden schon da, dann ist die Leber schon im Inbegriff abzusterben oder schon abgestorben. Und dann bringt auch das Gegengift nicht mehr, weil nicht mehr viel zumindest, weil das eigentlich hauptsächlich dadurch wirksam ist, dass es die Aufnahme des Giftstoffs in die Leberzelle blockiert. Also von daher frühzeitig Hilfe suchen bei einer Pilzvergiftung. Also auch wenn man nur merkt, na, es fängt so ein bisschen an, weh zu tun oder so im Bauch oder man merkt, so die Übelkeit fängt an. Lieber einmal zu viel im Giftnotruf angerufen, als einmal zu wenig, dass man sich da wirklich frühzeitig Hilfe sucht. Das finde ich einen sehr guten Tipp. Wie ist denn eigentlich dieser Giftnotruf auch strukturiert? Also wie kann ich mir das vorstellen? Gibt es da eine Zentrale, wird dann in Deutschland umgeleitet oder gibt es für jeden Ort einen? Gibt es da eine lokale Nummer? Wie kann ich mir das vorstellen? Das ist tatsächlich so ein bisschen komplizierter. es gibt in einigen Großstädten in der Regel einen Giftnotruf. Pro Bundesland maximal eine. Häufig ist es auch so, dass sich mehrere Bundesländer sozusagen eine Giftinformationszentrale teilen. Mhm. Und die Nummer muss man dann raussuchen. Also die Nummer ist letztendlich fast immer 19240, aber man muss eben wissen, welche Vorwahl man wählt. Also hier in Baden-Württemberg wäre es eben Freiburg, also mit der Vorwahl dann 0761 19240. Aber so in anderen Bundesländern ist es halt dann eine andere Vorwahl. Und es gibt auch einzelne Giftinformationszentralen, die nochmal eine andere Nummer haben als 19240. Also von daher einfach kurz in der Suchmaschine eingeben, Giftinformationszentrale, und dann kriegt man meistens auch die angezeigt, die lokal am nächsten ist. Lokal ist, okay. Hat die DGFM da aber vielleicht auch eine Übersicht oder irgendwas? Also gibt es da vielleicht eine zentrale Homepage, auf die wir verlinken können? Also die Deutsche Gesellschaft für Mykologie hat auf jeden Fall eine Liste mit den Giftinformationszentralen. Auch das Bundesinstitut für Risikobewertung hat so eine Liste. Also man gibt viele Listen im Internet mit den Giftinformationszentralen. Man muss ein bisschen darauf achten, dass es aktuell ist. Also
das ist immer mal wieder, das gibt es immer so Zentralen zusammengelegt werden oder schließen. Also vor 20 Jahren gab es noch mehr, als es heute gibt. Ja, aber wie gesagt, bei einer Suchmaschine eingeben, da findet man in der Regel schon die richtige Nummer. Okay, sehr gut. Guter Tipp. Alles klar, mein Lieber. Also von meiner Seite, denke, war es das jetzt auch. Vielen herzlichen Dank, auch mal ein paar Einblicke zu geben in deinem Bereich. Und ja, ich freue mich dann auf jeden Fall mal aufs nächste Gespräch, dass wir vielleicht mal anknüpfen können an irgendwelchen Punkten. Und wünsche dir noch einen erfolgreichen Tag. Hat mich ebenfalls gefreut. Dir ebenfalls noch einen schönen Tag. Mach's gut. Ciao, ciao. Ciao, ciao.